Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass Sie dabei sind und wir miteinander feiern können. Unsere Hilfe kommt von Gott, unserem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, und von Jesus Christus, unserem Erretter und Erlöser, und von Gottes Heiligem Geist, der uns erneuert und uns den Weg weist. Im Namen unseres dreieinigen Gottes feiern wir diesen Gottesdienst. Lassen Sie uns gemeinsam gespannt sein, was er uns zu sagen hat. Wenn uns vor 2 Jahren jemand gesagt hätte, etwas Unsichtbares könnte unser Leben völlig verändern, hätten wir verwundert den Kopf geschüttelt. Jetzt wissen wir es besser, denn genau das ist geschehen. Wenige Gramm eines Virus, das mit unseren Augen nicht sichtbar ist, haben das Leben weltweit grundlegend verändert. Und nun bleibt uns nichts anderes übrig, als abwarten, Geduld aufbringen, Abstand halten und impfen. Oder gibt es vielleicht noch andere Kräfte, die ebenfalls unsichtbar unser Leben nachhaltig verändern können? Es neu machen können? Uns den Weg weisen können? Denn genau das brauchen wir doch jetzt. Solch eine Kraft ist Gottes Heiliger Geist. Wir beginnen unseren Gottesdienst mit einem Gebet an ihn. Heiliger Geist, manchmal kommst du als Taube vom Himmel. Manchmal kommst du mit dem Ölblatt als Zeichen der Rettung. Manchmal kommst du als Friedenstaube mit dem Wort der Versöhnung. Gott, Heiliger Geist, du machst dich verletzlich, gibst dich in unsere Hände. Komm, Heiliger Geist, berühre unsere Gedanken. Komm, Heiliger Geist, niste in unseren Herzen. Lassen Sie uns mit den Gedanken des Eingangsgebetes in 3 Richtungen schauen. Ein Blick zurück. Manchmal kommst du als Taube vom Himmel, mit dem Ölblatt als Zeichen der Rettung. Das erinnert uns an eine Katastrophe in der Vergangenheit, die lange zurückliegt und weit größer war als das, was wir jetzt erleben. Die Menschen hatten sich auf der Erde ausgebreitet, so wie jetzt. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihren Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten. Und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten. Und auch die Vögel in der Luft. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte. Ehrlich, sind uns solche Gedanken in letzter Zeit nicht auch schon gekommen?
wenn wir die Zeitung aufschlagen oder Nachrichten sehen. Manchmal will ich's doch gar nicht wissen, was jetzt schon wieder alles Schlimmes passiert ist. Vielleicht geht Ihnen das oft ähnlich. Muss es Gott nicht auch so gehen? Muss er nicht unendlich betrübt sein, wenn er mit anschauen muss, was wir einander antun? Wie hält er uns nur aus? Vielleicht so wie damals, indem er genau hinschaut. Nicht nur auf die Masse der Menschen, sondern auf Einzelne. Und da erfahren wir, Noah war der Einzige, der vor den Augen des Herrn bestehen konnte. Ein Einziger unter Millionen. Wie eine Ameise in einem riesigen Ameisenhaufen. Und da geschieht etwas Unglaubliches. Gott ändert seine Pläne. Er schaut von den vielen auf den einen. Und er beschließt, den will ich retten. Mit dem will ich einen neuen Anfang machen. Nun stellen Sie sich vor, Gott schaut heute, gerade jetzt, wieder auf die Menschen. Und wieder sieht er einen, an dem er sich freuen kann. Vielleicht sind Sie dieser eine. Der eine, der nicht aufgibt, auch wenn all die anderen sagen, hat ja doch keinen Zweck. Was nützt es schon, wenn ich meinen ökologischen Fußabdruck verkleinere, wenn die anderen nicht mitmachen? Was nützt es, wenn ich mich um jemanden kümmere, den die anderen am liebsten wieder loswerden? Wenn Sie der eine sind, der nicht aufgibt, und Gott sagt um Ihretwillen, doch, ich mach weiter, mit dir mache ich einen neuen Anfang. Wie wäre das? Natürlich war es für Noah unbequem, eine Arche zu bauen. Natürlich war es harte Arbeit. Natürlich war Noah damit eigentlich überfordert. Aber es war ja auch nicht Noah, der die Welt retten musste. Es war Gott, der die Welt retten wollte und mit ihr einen neuen Anfang machen wollte. Wir wissen, dass er letztlich nur einen fand, der als Retter der Welt in Frage kam, seinen Sohn. Aber Noah war einer der Vorläufer von Jesus Christus, so wie Abraham einer war und Mose und Johannes der Täufer, mit denen Gott nach den Katastrophen in der Geschichte der Menschen wieder neu anfing. Wie war es denn damals bei Noah? Nach unendlich langen Wochen und Monaten in der Enge, eingesperrt in die Arche, während es draußen unaufhörlich regnete, kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Nach dieser endlosen Zeit, als das Leben in der Arche fast unerträglich geworden war, da hörte der Regen auf. Noah schöpfte Hoffnung. Ganz vorsichtig machte er eine Luke auf und lässt ein Versuchskaninchen, nein, natürlich eine Taube, fliegen. Erst beim dritten Versuch, nach der dritten Welle sozusagen, es war noch mal ganz viel Geduld notwendig gewesen. Da kam die Taube zurück. Und sie brachte ein Blatt von einem Ölbaum mit. Das bedeutete Land in Sicht. Da draußen gibt es noch eine Welt. Da steht noch ein Baum. Da gibt es noch Leben. Und dann war noch mal Geduld nötig, als schon fast gar keine mehr übrig war, bis dann das Wasser abgeflossen war und endlich die Arche geöffnet werden konnte. Dann konnte endlich die Öffnung kommen, auf die man so lange gewartet hatte. Und die Menschen konnten hinaus aus ihrer Enge. Das Leben konnte neu beginnen. Denn da war einer gewesen, der den Kontakt zu Gott nicht abgebrochen hatte. Da war einer gewesen, der sich retten lassen wollte, mit allen, die zu ihm gehörten. Das Leben konnte noch einmal neu beginnen. Thank you.
Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben, mein Schöpfer, der mir hat mein Leib und Seel gegeben, mein Vater, der mich schützt von Mutterleibe an, der alle Augenblick viel Guts an mir getan. Ein Blick in unsere Zeit. Diesen Teil habe ich seit Donnerstag vor Pfingsten schon einmal umgeschrieben. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich ihn noch einmal umschreiben müsste und dass er dann, wenn Sie ihn hören und sehen, schon wieder nicht stimmt. Zunehmend beunruhigen uns seit Wochen die Nachrichten aus Israel, Palästina und dem Westjordanland. Wie oft haben wir eigentlich schon gebangt und gebetet? Wie viele Bemühungen, Friedensgespräche, wie viele Konferenzen und Abrüstungsverhandlungen hat es schon gegeben? Es ist fast 40 Jahre her, dass wir in Bayern, wo ich damals lebte, einen Friedensabend machen wollten und den zynischen Gedanken hatten, als Attraktion Friedenstauben zu braten. Ich hätte mich gar nicht getraut, das zu erwähnen, wenn nicht jetzt am Pfingstsamstag in der Badischen Zeitung eine vergleichbare Karikatur gewesen wäre. Wie oft die Taube wohl noch sterben wird in der Ost. Dabei hatte Gott doch schon dem Abraham versprochen, dass in ihm alle Völker auf Erden gesegnet werden sollten. Und die Propheten hatten immer wieder verkündet, dass ein Friedensreich kommen sollte. Jedes Jahr in der Adventszeit lesen wir diese Versprechungen. Alle Jahre wieder. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, dass er uns lehre seine Wege. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Von dem einen, den Gott senden wird, um die Welt zu retten, hat Jesaja ja auch schon gesprochen. Und das wiederholen wir auch jedes Jahr im Advent. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und er heißt Wunderrat. Gott hält. Ewigvater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Und jetzt? Dieses Kind wurde doch geboren. Jesus Christus ist doch gekommen, um sein Friedensreich unter uns aufzurichten. Und was haben wir daraus gemacht? Manchmal kommst du als Friedenstaube mit dem Wort der Versöhnung. Gott, Heiliger Geist, du machst dich verletzlich, gibst dich in unsere Hände. Komm, Heiliger Geist, berühre unsere Gedanken. Können wir an solchen Frieden noch glauben in einer Welt, in der die Waffen tagtäglich mehr werden? Auch unser Volk ist daran beteiligt? Trotz allen Bemühungen, es kommt einfach keine Entspannung und keine Versöhnung zustande. Schon in der Bibel wird das Volk Israel als ein halsstarriges Volk bezeichnet. Kein Wunder, dass viele heute denken, das hat ja doch alles keinen Zweck. Die kriegen das einfach nicht hin. Sogar in den USA scheinen manche müde zu werden, sich in Israel weiter in dieser ausweglos scheinenden Situation zu engagieren. Kein Friede für Israel und seine Nachbarn, auch heute nicht. Aber glauben Sie im Ernst, dass Gott seine Zusagen und Versprechen für sein Volk je zurücknehmen wird? Dass er sein geliebtes Volk, mit dem er schon so viel Mühe und Schmerz erlebt hat, je aufgeben wird? Das will ich nicht glauben. Eher meine ich, dass es noch nicht genug ist, wenn der Heilige Geist unsere Gedanken berührt. Es müsste noch etwas Tiefergehendes geschehen, denn kluge Menschen, die gescheite Ideen im Kopf haben, gibt es ja schon genug.
Im Kopf ja. Aber setzen wir sie auch um? Wird in der Praxis etwas daraus? Oder streiten wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag darüber, wie wir die guten Ideen umsetzen können? Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben, des Vaters werter Geist, den mir der Sohn gegeben, der mir mein Herz erquickt, der mir gibt neue Kraft, der mir in aller Not Rat, Trost und Hilfe schafft. Ein Blick in die Zukunft. Komm, Heiliger Geist, niste in unserem Herzen. Es ist eben nicht genug, dass der Heilige Geist unsere Gedanken berührt. Deshalb geht das Gebet weiter, niste in unserem Herzen. Am Anfang haben wir gehört, dass das Böse, das Menschen tun, aus ihrem Herzen kommt. Es kommt also von ganz innen. Es sind nicht nur die schwierigen Verhältnisse, nicht nur die Kindheit, in der es Probleme gab, es ist auch nicht nur die Pandemie. Das Problem ist in uns. Deshalb muss auch die Lösung in uns drinnen geschehen. Jesus hat oft davon gesprochen, dass das Unheile aus dem Herzen der Menschen kommt. Und er hat sie aufgefordert, von Herzen zu glauben und zu lieben. Aber wie kommt das Gute in unsere Herzen hinein? Jetzt wird es ganz praktisch und konkret. Denn wir haben hier alle ein Beispiel direkt vor unseren Augen. Wenn wir beten, komm, Heiliger Geist, niste in unseren Herzen, dann brauchen wir nur auf das Storchennest auf dem Pfarrhaus und anderswo im Dorf zu schauen, um zu verstehen, was nisten bedeutet. Wir sehen es ja seit ein paar Wochen wieder. Da muss ein Nistplatz vorhanden sein, an dem sich ein Storch, eine Taube oder eben der Heilige Geist niederlassen kann. Bei den Störchen kommt zuerst der Storchenvater und bringt schon mal das Nest in Ordnung. Bald darauf kommt auch die Storchenmutter und dann geht es um Liebe. Nisten hat also etwas mit Liebe zu tun, mit sich nahe kommen, mit sich berühren lassen, sich aufeinander einlassen. Dann kann neues Leben entstehen, im Storchennest ebenso wie in unserem Herzen. Der Geist Gottes wirbt um uns, dass wir ihn einlassen, dass wir uns auf ihn einlassen, dass er in uns etwas lebendig werden lassen kann. Wir haben auch vor Augen, dass das nicht ganz von alleine geht. Da muss ein Nest vorbereitet werden. Da hineinkommen dann die Storcheneier. Oder bei uns Menschen hat Jesus oft vom guten Samen, dem Wort Gottes, gesprochen. Der Same des Glaubens wird in unsere Herzen gesät. Und dort kann er aufgehen. Dort kann Leben gedeihen. Das junge Leben muss aber auch behütet und genährt werden, damit es gedeiht. Sie sehen ja, wie oft am Tag die Storcheneltern mit Futter für die jungen Störche angeflogen kommen. Wir sehen aber, dass Nisten auch etwas Dreck macht. Da muss auch mal ausgemistet werden, denn Storchenbabys haben ja keine Windeln. Also müssen die Eltern den Dreck entsorgen, damit alle gesund bleiben. Ebenso ist es in unseren Herzen. Neben Hassmails und Pornofilmen werden die guten und liebevollen Gedanken es schwer haben zu gedeihen. Wenn Gottes Geist in unseren Herzen nistet, dann ist das vielleicht auch nicht nur entzückend. Da muss auch manches entsorgt werden, was dem Gedeihen entgegensteht. Unversöhnlich ist es zum Beispiel. Oder die Geizecke muss entrümpelt werden.
Auch das Umfeld muss stimmen. Es muss auch Platz sein zum Starten und Landen und Fliegen lernen. Den Störchen muss das niemand beibringen. Es ist in ihren Genen angelegt, was sie tun müssen. In den Gemeinden ist der Heilige Geist dafür zuständig, dass in unseren Herzen das neue Leben aus Gott gedeihen kann. Wir alle können es aber fördern, indem wir für gute Lebensbedingungen unter uns sorgen. Noch ein Gedanke zum Schluss. Am Anfang haben wir festgestellt, dass mit Noah einer da war, der nach Gott gefragt hat. Mit dem konnte Gott einen neuen Anfang machen. Er war einer der Wegbereiter, Jesu auf Erden. Dann kam Jesus und hat für uns alle den Weg bereitet. Ich habe mir vorgestellt, was geschehen wäre, wenn Jesus nicht Ja gesagt hätte zu diesem Weg. Wenn er in Gethsemane vielleicht gesagt hätte, ach nö, ich will den Kelch nicht trinken, es soll doch jemand anders machen. Dann gäbe es keine Rettung für uns, für die Welt. Aber Jesus hat Ja gesagt zu Gottes Weg. Er hat gesagt, dein Wille geschehe. Er hat eingewilligt, dass Gott durch ihn einen neuen Anfang macht mit den Menschen. Dazu ist er gekommen. Gott sei Dank. Aber damit es nun weitergeht, müssen auch Nachfolger da sein. Nachfolger Jesu, die den Weg weitergehen, den er gebahnt hat. So wie es bei den Wegbereitern Noah und Johannes der Täufer manchmal eng und unbequem wurde, so auch bei den Nachfolgern. Mandela hat 27 Jahre im Gefängnis gesessen, bis er seine Brüder und Schwestern, sein Volk in Südafrika in die Freiheit führen konnte. In unserem Land war Dietrich Bonhoeffer einer von denen, der Unrecht und Unterdrückung nicht hinnahm und zurückkam aus Amerika, auf Professur und Freiheit verzichtete und freiwillig riskierte, ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Heute sind die Gefahren und Unfreiheiten nicht so leicht sichtbar. Gefangensein im Konsum ist weniger leicht zu erkennen als Apartheid. Umweltverschmutzung und Klimawandel gehen langsamer und können, wenn man sie nicht sehen will, auch übersehen werden. Oder man kann sie einfach leugnen, wenn man die Wahrheit nicht liebt. Wenn Gott heute auf die Erde schaut, kann er dann auch den einen oder anderen sehen, der nach ihm fragt und die Wahrheit liebt? Ein Einzelner kann heute kaum die Welt retten. Damals bei Noah hat der eine genügt, der nach Gott gefragt hat. Gott schaut immer nach den Einzelnen, die auf seinen Wegen gehen wollen. Aber wir sind nicht nur Einzelne, wir sind schon viele und wir werden noch viel mehr werden. Als ich diesen Gottesdienst vorbereitete, hatte ich eines Nachts beim Nachdenken über die Predigt ein inneres Bild vor Augen. Ich sah eine riesige Landkarte. Wir denken gleich an Corona-Karten, aber in einem Geschichtsatlas können wir Karten sehen, die lauter rote Punkte zeigen, wo vor 900 Jahren Klöster gegründet und Kirchen erbaut wurden. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wurden diese Karten immer dichter, bis Europa von einem Netz von Kirchen und Klöstern überzogen war. Solch eine Karte sah ich vor meinem inneren Auge. Darauf waren lauter kleine Feuerzungen, so wie sie auf den Pfingstbildern oft zu sehen sind und in der Pfingstgeschichte beschrieben werden. Als ich diese Karte vor mir sah, flammten immer mehr solche kleinen Feuerzungen auf. Und die Karte wurde immer weiter, immer mehr Länder konnte ich sehen, in denen die Feuerzungen des Heiligen Geistes sich ausbreiteten. Wir sind nicht alleine, wir sind viele und wir werden noch viel mehr werden. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Eines davon habe ich schon erlebt. Am Donnerstag schrieb ich deprimiert darüber, wie viele Friedenstauben zwischen Israel und Palästina schon auf der Strecke geblieben sind. Aber als ich am Freitagmorgen die Zeitung aufschlug, las ich voller Erstaunen, dass USA und Ägypten einen Waffenstillstand erreicht hatten. Es müssen Menschen dafür gebetet haben, viele Menschen, dass das möglich wurde. Vermutlich hatten die zum Teil ganz gegensätzliche Wünsche.
Aber Gott hat ja den Überblick. Er spürt hinter all den Gebeten, auch wenn sie widersprüchlich sind, den einen Wunsch nach guten Lebensmöglichkeiten. Und er hat geantwortet. Lasst uns darauf vertrauen, dass wir viele sind und immer mehr werden, die sich nach Frieden sehnen, nach Freiheit, nach Hoffnung, nach einem Ende der Pandemie, nach einer Erde, auf der Leben ohne Bedrohung gedeihen kann. Gott schaut sich um unter uns und fragt jeden von uns, bist du einer von denen, auf die ich bauen kann? Jesus schaut sich um und fragt, ich habe die Welt gerettet und erlöst. Hilfst du mir mit, das umzusetzen, jetzt und hier? Dann lass mich in deinem Herzen wohnen und dein Vertrauen stärken. Ich bin bei dir. Amen. Gelobet sei der Herr, mein Gott, der ewig lebet, den alles lobet, was in allen Lüften schwebet. Gelobet sei der Herr, dessen Name heilig heißt, Gott Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, dem wir das Heilig jetzt mit Freuden lassen klingen und mit der Engelschar das Heilig, Heilig singen. Den herzlich lobt und preist die ganze Christenheit. Gelobet sei mein Gott in alle Ewigkeit. Komm, Heiliger Geist, hinein in die Katastrophen unserer Welt. Komm dahin, wo Überschwemmungen die Menschen bedrohen. Komm dahin, wo das Wasser knapp wird und wo Wälder brennen. Komm dahin, wo die Pandemie besonders schlimm wütet. Komm dahin, wo es zu wenig Impfstoff und Sauerstoff gibt. Vergib uns reichen Ländern, dass wir so viel für uns beanspruchen. Lehre uns gerecht teilen, jetzt. Komm, Heiliger Geist, in die Krisengebiete. Behüte den fragilen Waffenstillstand. Vergib den Kriegstreibern, dass sie egoistisch ihre eigenen Ziele verfolgen. Heiliger Geist, leite du die Verhandlungen. Berühre die Gedanken derer, die an den Hebeln der Macht sitzen. Ermutige uns alle, dran zu bleiben mit dem Gebet für Israel und Palästina. Stärke alle, die Verletzte betreuen, Sterbende begleiten, beim Wiederaufbau mitwirken. Heiliger Geist, heile unsere Wunden. Komm, Heiliger Geist, niste in unseren Herzen. Lass es uns nicht genug sein, für Waffenstillstand zu beten. Sei in unseren Herzen lebendig, so dass wir zum Frieden bereit sind. Überwinde das Böse, das in uns steckt und das wir nicht wahrhaben wollen. Mach einen neuen Anfang mit uns.
Lass uns eins werden, über alle Hindernisse hinweg. Zünde überall auf der Welt die Flammen deiner Liebe an. Komm, niste in unseren Herzen. Jetzt muss ich noch etwas in die Fürbitten einfügen, was nicht in meinem Konzept steht. Es stand heute in der Zeitung. Da stand nämlich, dass Kardinal Wölke in Köln enorm Gegenwind bekommt und aufgefordert wird, Konsequenzen zu ziehen von den entscheidenden Theologen im Erzbistum. Und für ihn, meine ich, sollten wir heute auch beten. Man kann natürlich nicht für Täter beten, ohne an die Opfer zu denken. Aber kann man an Opfer denken, ohne auch für die Täter zu beten? Jesus jedenfalls hat das gemacht, als er am Kreuz hing. Da hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sind nicht die Richter. Jeder von uns hat eine andere Meinung. Aber wir können doch die nicht im Stich lassen, die Fehler gemacht haben. Wenn wir in der Nachfolge Jesu sind, dann wollen wir auch vergeben, wie er vergibt. Ich möchte das tun mit einem Liedvers aus einem alten Pfingstlied. Komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Amen, das ist, es werde wahr. Komm, Heiliger Geist, wohne unter uns, hier im Ort. Niste nicht nur im Storchennest auf dem Pfarrhaus, niste auch in unseren Häusern und Familien. Niste im Kirchengemeinderat und im Rathaus, in den Vereinen und in den Firmen, im Pflegeheim, im Kindergarten und Schulen. Wohne bei denen, die einsam sind, wärme den Deprimierten das Herz. Erneuere auch die Natur in den Wäldern, auf den Wiesen, in den Gärten, auf den Feldern. Lass Leben gedeihen unter uns, wohne unter uns. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Und jetzt möchte ich Ihnen für die neue Woche noch einen Vers mitgeben, den ein Freund von mir extra für uns, für diesen Gottesdienst heute mir gegeben hat. Als Zuspruch. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Eine gute Woche.